Bevor unsere Reise nun weitergeht, halten wir einen Moment inne. Wir stellen uns vor, wir würden jetzt einen Stein in die Hand bekommen. Auf unserem Lebensweg gibt es immer wieder Dinge, Schwierigkeiten, die wie Steine auf unserem Weg liegen und uns belasten. Oft hat Jesus in Synagogen gepredigt, am Anfang auch in seiner Heimatstadt Nazareth. Ihr seht hier diese Synagoge. Auch heute sind wieder viele Leute gekommen, um zu hören, was er zu sagen hat. Und ganz hinten, beim Platz für Frauen, da ist jemand, der sich sonst kaum in die Öffentlichkeit traut. Seit 18 Jahren ist ihr Rücken so gebeugt und ihre Schmerzen kaum zu ertragen. Das Einzige, was sie noch sehen kann, ist der Boden unter ihren Füßen. In diesem Raum ist jemand mit einer großen Last. Frau mit dem gekrümmten Rücken, du sehnst dich danach, dass dieser Druck von deinen Schultern weicht. Komm zu mir. Wen meint Jesus nur? Ich kann niemanden sehen. Ich auch nicht. Doch, jetzt, da hinten kommt sie. Was hat Jesus mit ihr vor? Herr, hier bin ich. Gott kennt dein Leid, Tochter Abrahams. Und es ist ihm nicht gleichgültig. Alles, was dir so viele Jahre lang zu schaffen gemacht hat, darf dich nicht mehr niederdrücken. Du bist frei. Liebevoll legt Jesus seine Hände auf ihren Rücken. Die Frau spürt, wie die Krankheit von ihr abfällt. Langsam richtet sie sich auf und immer höher geht ihr Blick. Sie kann nur staunen und Gott loben. Was ist das? Ich kann meinen Rücken wieder bewegen, dein Gesicht sehen und das der anderen, den Leuchter, die Decke, das Licht aus den Fenstern, den Himmel. Wie viel größer ist die Welt auf einmal? Und wie leicht fühle ich mich jetzt? Die Schmerzen sind Vergangenheit. Gott hat mich geheilt. Herr, ich kann dir nur danken. Vielleicht hat auch jemand von uns eine Last, die wie so ein Stein auf ihm liegt. Jesus kann und will dir diese Last so gerne abnehmen. Er kennt, was euch bedrückt, und er möchte dich aufrichten. Wie er das tut, das kann so verschieden sein wie die Lasten, die uns drücken. Aber du kannst sicher sein, Jesus möchte es tun und er kann es tun. Die Frau damals musste auf Jesus zugehen. Vielleicht möchtest du das auch tun. Er ist nur ein Gebet entfernt. Leg ihm doch deine Lasten hin.